Hallo und herzlich willkommen hier auf Mini-Klangwunder bei einer neuen Folge des Geschenkefinders 2021. Hier stelle ich Produkte vor, die ich für sehr gut halte, die ich entweder selbst benutze oder die ich teste oder getestet habe. Und jetzt komme ich zu einem Kopfhörer, den es eigentlich noch gar nicht gibt. Dieser Kopfhörer ist auch noch nicht in der fertigen Verpackung. Und zwar ist es ein weiterer Kopfhörer von Austrian Audio. Halt mal diese, ihr seht schon, ja, so ein bisschen Fingerabdrücke auf der Verpackung in schwarz gehalten. Wie gesagt, das ist, hier seht ihr das, ein Personal Sample, not for sale. Ja, also den muss ich auch wieder zurückschicken. Das ist nämlich der HIX60. Ich öffne das mal mit euch mal zusammen da rein, was man erwartet, wenn man den Karton öffnet. Wer Austrian Audio kennt, kennt auch die Kartons. Ich muss das mal so machen. Hier ist jetzt eine starre Schutzauflage aus Schaumaterial. Hier ein Austrian Audio Beutel. Ich hoffe, da fällt mir jetzt nichts raus. Ja, ich halte das mal so in die Kamera, das muss reichen. Und genau, hier sind nämlich schon die Kabel. Offensichtlich wird der mal ausgeliefert werden, wieder mit einem kürzeren Kabel. 1,40 Meter oder was das sein wird. Und dann hier nochmal so ein 3 Meter Kabel. Und hier seht ihr dann den Kopfhörer selbst. Ja, und ihr seht richtig. Natürlich das Design, was schon altbekannt ist, das wird genutzt. Das ist auch gut so, weil das Design ist wirklich hervorragend. Die Konstruktion. Ja, auch hier wieder das Kopfband in diesem Edelstahl oder in diesem Stahl, in der Stahlausführung. Sehr robust. Ich kann auch wieder hier die natürliche hier oben wieder das Kopfband abziehen und ersetzen, wenn mal was defekt ist. Ich kann hier wieder die Pads abziehen. Auch hier ist es wieder so, dass die nach innen größer verarbeitet sind. Und was sofort auffällt, was anders ist, das ist nämlich hier die Farbgestaltung. Ich würde sagen, das ist jetzt hier so ein Black Magic Kopfhörer mit roten Akzenten. Sieht total geil aus, muss ich sagen. Richtig was fürs Auge. Ich habe hier wieder den Standardanschluss, wo das Klinkekabel eingesteckt wird. Also als Anschluss kommt hier dann ein Unbalanced Anschluss wieder zum Tragen. Das ist aber völlig egal, aus meiner Sicht. So, ich setze den mal auf. So sieht der aus. Die eine Seite und die andere Seite. Ich liebe den. Ich liebe allein schon die Farbe. Und ich kann euch verraten, ich habe damit heute Nachmittag eine gute Stunde gehört. Und das ist wie schon bei dem HIX65. Das ist ja der offene Kopfhörer. Der beste geschlossene Kopfhörer, der jetzt von Austrian Audio auf den Markt kommen wird. Warum sage ich jetzt der beste? Die anderen waren auch schon nicht schlecht. Bei dem HIX15, also der preiswerteste für 99 Euro, war ich schon sehr erstaunt, was man für das Geld hinkriegen kann. Ja, da war die Konstruktion wieder ein bisschen anders, ein bisschen einfacher. Das ist jetzt hier wieder dieses ja, Pro und ich sehe nur Pro. Hier sieht das richtig edel aus. Also ich finde das noch edler als mit diesem Grau in Grau. Hammer. Ja, wo wollte ich hin? Der beste, auch klanglich der beste geschlossene Kopfhörer aus meiner Sicht, denn ich habe den aufgesetzt und ich habe reingehört und habe quasi so ein bisschen gedacht, na, gucken wir mal, wie so die Mitten sind, ob da auch nochmal so ein kleiner so ein Peak ist, den ich da raushöre, aber irgendwie Fehlanzeige. Naja, jetzt habe ich vielleicht auch Holzohren, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der gefällt mir richtig gut. Natürlich habe ich den auch vermessen, ja, und wenn ihr das seht, da wird der ein oder andere bestimmt wieder sagen, na, optimal ist das nicht. Natürlich, welcher Kopfhörer, welche Messung ist schon optimal, aber ich kann euch sagen, mir gefällt er richtig gut, weil er im Bassbereich genau die richtige Energie hat. Einen schönen Tiefbass, nicht überzogen,
mit Kontur, der Bass sitzt auf dem Punkt. Ich habe ja auch nicht das Gefühl, dass man hier versucht, irgendwie was Besonderes aus den Treibern rauszukitzeln. Das, was schon der HIX 65 mitgebracht hat, macht der nochmal ein bisschen tougher. Geschlossenes System, der Bass ist ein bisschen schneller, der schwingt nicht so lange nach. Mein persönlicher Eindruck. Ich will nicht sagen, der 65 ist schlechter, sondern es ist einfach ein bisschen anders. Ja, dafür ist die Räumlichkeit bei dem 60er hier natürlich ein bisschen eingeschränkt, aber immer noch hervorragend, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil genau hier in den oberen Mitten und im Hochton richtig schöne, ich sag's einfach mal so, wie ich sie empfinde, Betonungen da sind, die ich auch haben möchte. Der klingt nicht langweilig an einer Kette gezogen, maximum neutral, sondern so möchte ich eigentlich Musik hören. Also mit genau dem, was auch ein HD 800S macht obenrum. Schön, eine Brillanz, ein Klang, der einfach auch ein bisschen mehr vorhanden sein darf, als wenn man jetzt schwer stur nach Neutralität sucht. Es ist nichts übertrieben. Es ist nicht so sibilant, dass man den absetzt, wenn man laut hört, dass man sagt, das sticht in den Ohren. Überhaupt gar nicht. Also richtig gut. Und was dazu kommt, die Räumlichkeit, auch bei dem geschossen, auch die ist super bei dem. Ist aber eben nicht so viel, dass man sagt, das wirkt irgendwie gekünstelt. Überhaupt nicht. Ja, ich weiß nicht, das ist eine Wahnsinnsüberraschung. Dieser Kopfhörer ist eine Wahnsinnsüberraschung. Und warum bringe ich den im Geschenkefinder? Weil ich persönlich einfach hoffe, dass der noch dieses Jahr erhältlich ist, dass man den tatsächlich noch kaufen kann und sich selbst schenken kann einfach. Also ich möchte mir den selbst schenken. Ich mag ja diese, also die Austrian Audio-Kopfhörer, auch wenn andere das verteufeln, weil andere sagen, ja, die setzt man auf und dadurch, dass die so sind, wie sie sind, hier gibt es irgendwie komischen Unterdruck auf den Ohren. Das habe ich gar nicht. Das habe ich mal noch keinem einzigen gehabt. Und ich mag das, ich liebe das. Platz für die Ohren da drin, saubequem und einen saugeilen Klang und das hat der hier. Ich würde fast sagen, der Preiswerte für 99 Euro ist klanglich dem schon sehr ähnlich, aber der macht hier alles nochmal ein Stück besser. Der ist auch sauberer, gerade in dem im oberen Mittenbereich, gerade bei Stimmen ist er sauberer. Instrumente, Klavier zum Beispiel, klingt etwas sauberer, einfach nochmal feiner. Ich bin gespannt, was ihr zum Austrian Audio Kopfhörer sagt. Ich weiß, da gibt es auch einen speziellen Menschen, der immer wieder gerne Kommentare schreibt und mir sagt, dass das hier alles Bauernfingerei, Nepp und ja, Nepp ist, aber das ist nicht so. Und nur weil man vielleicht selbst eine andere Geschmacksrichtung hat oder etwas anderes erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen, allen anderen die eigene Meinung auch lassen. Und das ist technisch ein super Kopfhörer und klanglich für mein Dafürhalten. Wie gesagt, ich wiederhole mich hier, der beste geschlossene, den Austrian Audio wirklich bis jetzt veröffentlicht hat oder veröffentlichen wird. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.